jetzt mal an mit Spirit of the North. Ich hab's noch nicht gespielt. Ich bin super gespannt. Ah. Jetzt würden eigentlich die blauen Lichter passen, aber egal. Neues Spiel. Wäre so ein Schneefuchs viel schöner gewesen, aber ist egal. Ist so oder so süß. Den würde man dann aber nicht sehen. Kapitel 1. Oder ist das eine 11? Warte, ich mach mal die Cam an. So, wir sind der kleine. Wobei, sind alle Schneefüchse weiß? Das weiß ich jetzt gar nicht. Alter, kann der hochspringen. Okay, ich glaube, ich muss dieser roten Linie folgen, aber das mache ich erstmal nicht. Weil hier gibt es, glaube ich, nichts. Ich gehe mal auf den Hügel. Liegt sowieso auf dem Weg. Gut, also, was ist das für ein Spiel? Also, das ist ein süßes kleines Indie-Spiel und es ist sehr ähnlich zu dem. Zu dem anderen Spiel, Polarfüchse sind bräunlich, aber ich bin mir nicht sicher. Polarfüchse sind weiß. Oder bräunlich. Okay. Genau, also das ist ähnlicher wie das letzte, was wir gespielt haben, mit dem Wolf und dem Geist. Und hier ist es so, dass wir später auch ein Spirit bekommen und dann uns auch in die Geisterwelt warpen können und da eben weiter springen können und so weiter. Und es ist sehr viel mit Rätsel oder hat sehr viel mit Rätsel zu tun. Rätsel raten und also Solving. Und das ist sah sehr cool aus. Also hab gegoogelt. Es gibt auch braune, dank Frau Google. Ah, Sommer und Winterfell. Exactly. Noise. Aber macht wirklich Sinn. Also für Polarfüchse, die müssen ja sich extrem tarnen, weil also Polar ist ja sehr weitläufig. Und macht schon echt Sinn, dass die dann im Winter dann weiß und Sommer dann bräunlich. Ja, macht schon echt Sinn. Natur hat sich was dabei gedacht. Oder die Polarfüchse. So. Ja, die Natur ist so faszinierend. Habt ihr, also davon gibt es ja auch super viele Bilder von so Eishöhlen. Die sind so unglaublich schön. Ist das Spiel eigentlich laut genug? Also gerade ist ja nur Musik eigentlich und das Stapfen. Aber könnt ihr es gut hören? Oh nein!
Oh, ich kann mit dem Schwanz wedeln. Nice. Okay, hier komme ich nicht durch. Der ist erfroren. Bring dem jetzt seinen Stab. Passe ich da durch? Ja, gerade so. was passiert hier? Es fängt an. Oh. Süß. Ich will mal kurz schauen, ob da in der Höhle noch was anderes war. Ich habe ja gleich den Stock geholt. Ich bin so ein Hund. Aber ich glaube nicht. Das ist ja wie das Tutorial quasi. Aber habt ihr gerade die Liste gesehen? Das waren so viele. 4 mal 7, 8, 9, 10. So viele Menschen müssen wir wahrscheinlich dann erlösen, oder so viele Geister. Schön. Warte, ich mach's mal ein bisschen lauter. Ich glaube, so ist es besser. So von der Musik her. Da vorne, ich glaube, da vorne ist der Geist. Oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Kapitel vorstellen. Ah, okay. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so Zwischenszene. Und der geht einfach. Was für ein. Das können wir später dann auch machen. Hoffe ich. Will der uns hier. Sollen wir springen? Nee, wahrscheinlich nicht. Oder wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich wäre jetzt gesprungen. Wir gehen aber den ordentlichen Weg. Freitod. Nee, da war doch Wasser. Und das ist auch gar nicht kalt. Das sieht nur so. Und schau, das dampft. Das ist ganz warm. So muss ich den jetzt da irgendwie erreichen. Ah nee, ich bell ihn nur an. Das sieht voll schön aus. Gut, also Fuchs, er mag uns anscheinend nicht. Wir sollten ihn, also die Privatsphäre von ihm, respektieren und was anderes machen. Kann ich hier rein? So. Voll schön. Ich gehe jetzt einfach mal weiter, mal schauen, was passiert. Oder ob ich überhaupt weitergehen kann. Sieht aber. Ah ne, okay. Ist versperrt. War ja klar. Gut, Mr. Geisterfuchs, wir müssen uns unterhalten. Ich komme hier nicht raus. Aus dem Haus raus. Hui.
Er springt ein bisschen wie so ein Reh. Wobei, nee, okay, die Polarfüchse, die springen echt so. Ist so süß, wenn die so in den Schnee hüpfen. Okay, warte. Musik ist schon ein bisschen krass laut. So in der Schnee hüpfen, so Nase voraus. Hui! Bumm! Ganz genau so. Da komme ich doch niemals rüber. Na gut. Gibt's Fallschaden? Ich weiß es nicht. Falls es Fallschaden gibt, bin ich jetzt tot. So weit kann ich ja nicht springen. Okay. Respekt. Nein, nein, nein. Fuchs, du kannst noch nicht schweben. Ja, das schaffst du jetzt nicht, oder was? Doch. Ach komm. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Passiert, wenn ich hier runterspringe? Ah. Schön. Voll angenehm, so eine Sauna hier. Oh. Hui, hui. So. Ist irgendwo hier hinten hin, ne? Vielleicht ist das jetzt offen? Ja. Nett von dem, dass er das aufmacht. Im Fall interessant hier, also dieses Design, so schwarzer Sand und dann Schwarz und Blau ist immer geil, finde ich. Also die Farbkombi. Hui. Zwei Wege, oh mein Gott. Oh, hi. Dim, dim. Jetzt kann ich auch rein. Hui. Gib halt an. Oh. Ah, wie er sich hingestellt hat, was ist. Ja, jetzt habe ich aber nicht aufgepasst, wo der hin ist. Reiche, ja, bis Donnerstag. Schön, dass du da warst. Ah, da ist er. Und nun? Kannst du eigentlich auch rutschen? Nee. Ha! Das haben die halt richtig gut animiert. Hui! Ich finde die Hunde auch so lustig, also die Videos von den Hunden, wie sie dann den Schlitten nehmen und runterrutschen oder also Schlitten oder ohne Schlitten halt. Ist immer so lustig. Hunde im Winter sind allgemein sehr, sehr, sehr amüsant. Ja, das kann ich auch. Moment. Naja, fast. Soll ich den wieder anbellen? Nee. Ich rutsche einfach mal.
Hup, hup, hup. Ich jutsche da voll weit. Kann dir diesen Boxern auf dem Skateboard? Ja, natürlich. Frag mich, warum man mit dem Schwanz wedeln kann. Also, ob das noch irgendwelche Bedeutungen hat, beziehungsweise ob man damit dann noch irgendwas machen kann. Hui. Hui. Weil süß ist. Ja, das sowieso. Hui. Wow. Gut. Ich hab's überlebt. Ah, jetzt sind wir quasi durch den Berg geslidet. Cool. Nur was Schönes. Hat uns der Geist jetzt aktiv verfolgt? Nicht, oder? Glaub nicht. Ja, oder? Okay, da geht's weiter. Ja, yeah, ich dachte schon, da wäre irgendwie wieder so in der Weg versperrt. Speichern. Schade, dass er da nicht hier dann so eintaucht in den Schnee. Das wäre auch lustig. Was ist das Rote? Was ist das Rote für ein Ding? Ah, da ist der nächste, oder? Nee, das ist ein Fels. Okay. Ah, da ist ein kleines Haus. Oh, da ist ein großer. Oh, ein kleines Haus neben einem großen Turm. Oh, da ist wieder ein Stock. Ah, da ist er. Ah, jetzt muss ich nur den erfrorenen. Ah, er hat es uns gezeigt. Ah, das ist cool. Der Weg ist verspätet. Ja. Gibt es hier noch was? Warte, jetzt 1, 2, 4, 6, 7 mal 4. Warte, aber wieso ist. Habe ich einen vergessen? Habe ich einen verpasst? Weil da ist jetzt das dritte Zeichen ausgegraut. Und nicht das zweite. Ja. Das würde ich mir nie verzeihen, wenn ich jetzt schon wieder was vergessen hätte. Oder verpasst hätte. Hui! Hui! Wow, boom! Das war viel zu viel Spaß. Da ist er. Mit Linien. Warum sind das Linien? Ich kann auch bellen. Soll ich das machen? Oh, hä? Ich habe eins gedrückt. Ach so, das ist. Ach so, Fotomodus und ich kann den Fuß quasi wegtun. Okay. Es wird schon ein bisschen bedrohlicher jetzt.
Okay, gut. Nichts passiert. Patsch, 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 patsch. Da hoch komme ich doch nicht. Okay. Gesundheit. Okay, ich gehe mal hier weg. Der muss da so süß niesen. Ich gehe nochmal hin. Gut. Das ist also nicht ganz so gesund. Aber wie süß er niesen musste. Warte mal. Ach verdammt, das war zu spät gehüpft. Die Frage ist, was ich dann... Nee, okay. Ich muss irgendwie da hoch. Wahrscheinlich hier, oder? Weil die Frage ist, was ich dann da oben mache. Nee. Gut, die erste Quest, oder? Oder das erste Rätsel. Wie hocke ich denn da? Warte, ich gehe mal ganz da vorne hin. Vielleicht so ein Geheimgang hinter den Wasserfall, was sehr originell wäre. Nicht wirklich. Okay. Wir müssen irgendwie schaffen, zu ihm da hoch. Oder können wir ihn da oben anbellen? Ey, du. Tu mal was. Nee. Er kann nichts tun. Dann gehe ich mal da, wo es offensichtlich ist. Nein, springen, springen. Einfach springen. Danke. Ja. Ja. Gesundheit. Gut, jetzt bin ich hier, aber was mache ich hier? Gesundheit. Okay, ich komme da hin, aber das war's. Und da komme ich nicht weiter. Wie jetzt die Musik weg ist, ne? Habe ich irgendwas Böses gemacht? Okay, warte, ich gehe mal hier hin und Gesundheit. Ach, so ein Sonner bist du doch gar nicht mehr. Ich sehe es gerade nicht. Wo müssen wir lang? Wenn einer von euch eine Idee hat. Also quasi, hier kann ich rauf. Aber von da kann ich ja nur dahin und von da kann ich nicht weiter. Hier ist wahrscheinlich das ähnlich. Vielleicht muss ich einfach hier drauf. Das war jetzt zu weit. Das wäre jetzt lustig, wenn der runtersacken würde. Und dann würde er sich irgendeinen Geheimgang aufmachen. Hey du, mach mal was. Wie komme ich da hoch? Da gibt's doch überhaupt keinen Weg da hoch. Nee, also hier kann ich auch nicht drauf stehen. Hm.
Du, mach Mathe. Okay, also hier kann ich als einziges hoch, also als einziges, also nein. Ich meine im Gang, sage ich mal. Aber von hier kann ich nirgendwo hin. Wieso kann ich dann hier hoch? Ich weiß auch nicht, ob das da so richtig ist. Er geht doch mal dahin, wo du niesen musst. Aber da kann ich ja nicht weitergehen, oder? Wow. Ich bin da jetzt nicht hingegangen, weil als er niesen musste, ist er nicht weitergegangen. Also. Ah. Okay, deswegen dachte ich, dass der Fuchs erst den Felsen reinigen muss. Ach so, okay. Gut. Oh nein!